Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 14. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden, macht es schon was aus. Und diese Bewegung nennt man Präzession und es wird in indischen Horoskopen berechnet, berücksichtigt. Also nicht wundern, wenn ich hier etwas erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten befinden, ganz anderes ist, als in unserem westlichen Horoskop ist. Nach diesem indischen Astrologie schauen wir mal die Elementenverteilung. Wir haben vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. In die Mitte könnte ich sagen, das ist die fünfte Element, die Äther, das Geist oder Prana. Und jetzt schauen wir die einzelnen Elemente an. Sonne befindet sich immer noch in Tierkreiszeichen Waage, langsam übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Momentan ist noch im Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze die Sonne zum Luftelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Ich setze Mond zum Erdeelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört auch zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, also Wasserelement. Venus ist heute stationär, das heißt, hört auf die rückläufige Bewegung und ab morgen geht alles voran. Kommt wieder die direkte Bewegung. Heute ist Venus im Stillstand und ändert sich die Richtung. Venus befindet sich im Grenzbereich zwischen Waage und Jungfrau und bei diesem Grenzbereich hat ein Einfluss auch auf den Jungfraugeborenen, also mehr Luft, ein bisschen Erde. Saturn ist in die Mitte, Saturn Erde. Und ich setze Saturn hier in die Mitte. Die äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto, haben anderen Einflüsse, gehören nicht zu persönlichen Planeten, also haben weniger Einfluss auf den Alltag, bewegen sie sich auch ziemlich langsam. Also wir schauen nur die persönlichen Planeten an, die wirklich unseren Alltag beeinflussen. Es ist leicht zum Erkennen. Es fehlt die Feuerelement. Und Saturn zeigt in die Richtung Feuerelement und vermittelt uns Lernaufgabe. Bestimmt die Richtung, schaut genau in diese Richtung hin. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Also wir lernen, mit unserem Feuer umzugehen. Und das ist die Begeisterung, die Leidenschaft, die Mut und die Kraft und Aktivität, manchmal Wut. Und wir sollen diese Energie, Wut auch zeigen. Natürlich, wenn das angebracht ist, aber das muss auch raus. Und das war die Elementenverteilung, die erste Teil. Und jetzt übergehen wir in den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 14. November 2018.
Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Waage im Osthorizont auf. Das ändert sich bald und übernimmt diese Position dann die Tierkreiszeichen Skorpion. Aber momentan ist Skorpion noch in diesem Platz, was die Werte, Wertschätzung und auch die Finanzen zeigt. Dann folgt die Tierkreiszeichen Schütze. Und im tiefsten Punkt des Horoskopes steht bei Sonnenaufgang die Tierkreiszeichen Steinbock. Dann folgt die Tierkreiszeichen Wassermann. Dann folgt die Tierkreiszeichen Fischen. Dann die Tierkreiszeichen Widder. Dann folgt Tierkreiszeichen Stier. Dann folgt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und bei Sonnenaufgang steht im höchsten Punkt des Horoskopes die Tierkreiszeichen Krebs. Dann folgt die Tierkreiszeichen Löwe. Und im Platz die Geheimnisse ist immer noch die Tierkreiszeichen Jungfrau. Bei Sonnenaufgang geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Widder. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Waage, also ich setze Sonne zu Waage. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, ich setze Mond zum Tierkreiszeichen Steinbock. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, ich setze Mars zum Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich im Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus ist heute stationär. Das heißt, es hört auf die rückläufige Bewegung und heute ist im Stillstand, aber ab morgen geht's alles voran. Und Venus befindet sich im Grenzbereich zwischen Waage und Jungfrau, aber noch im Waage. Aber wirkt in diesem Bereich, in diesem Grenzbereich auf beiden Tierkreiszeichen. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist rückläufig und bewegt sich im Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig im Wassermann. Und Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Dieser rückläufige Uranus im Tierkreiszeichen Widder bestrahlt gerade den beiden Mondknoten. Dieser Mondknoten symbolisiert die Karma. Einmal haben wir die absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie heißt das der Drachenschwanz oder Ketu. Und das befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock gerade. Und dann haben wir die Drachenkopf Rahu. In Tierkreiszeichen Krebs befindet sich das momentan. Bei Steinbock-Geborenen sind alte karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Bei Tierkreiszeichen Krebs geht in eine neue Richtung und das bringt Veränderungen, eine Neuorientierung. Und Uranus, dieser rückläufige Uranus, aktiviert das. Und Uranus heißt Umbrüche und Veränderungen. Erstmal eine Herausforderung ist es. Natürlich oft mit Angst verbunden, aber wir sollen angstfrei leben, weil das ist der größte Stolperstein in unserem Leben, blockiert alles. Heute ist Venus im Stillstand und dieser Mondhaus, was auf die heutige Venus-Energie wirkt, heißt Chitra und wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau, wurde bei Römer verehrt. Aber eine ganz feinstoffliche Energie, was hier wirkt und das beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst gerade unserem Liebesleben, weil immerhin ist Venus der Liebesplanet. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und dieser Mondhaus heißt
Shravana und übersetzt heißt das Zuhören. Und das bedeutet auf unserem Intuition, auf unserem inneren Stimme hören. Dieser Mondhaus wird von Altair beeinflusst. Dieser Stern Altair ist die Hauptstern der Sternbild Adler. Also wir brauchen diesen Weitblick, wir brauchen die Orientierung, auch die Leichtigkeit, etwas klar und deutlich erkennen und sehen und zuhören auf unserer Intuition. Hier ist die innere Stimme gemeint. Diese Mondenergie von Steinbock unterstützt die Jungfraugeborenen, aber auch die Stiergeborenen. Kommt ein sehr guter Einfluss auf die Skorpiongeborenen und auch die Fischengeborenen. Für die Krebsgeborenen spiegelt das etwas. Das sind karmische Themen, das sind Gefühle. Es ist wichtig, die Gefühle bewusst wahrnehmen und auf dem inneren Gleichgewicht achten. Dieser Steinbockmond hilft, unterstützt die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Es ist die Nähe und diese Hilfe kommt von vertrauten Umgebung, von der Nähe. Und damit können die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen auch rechnen. Eine gewisse Unsicherheit entsteht bei Löwengeborenen und bei Zwillingsgeborenen und Unruhe, Nervosität bei Waagegeborenen und bei Widdergeborenen. Besonders bei Widdergeborenen ist diese Nervosität spürbar, weil Uranus herrscht über die Nervensystem und bei dieser Spannung ist natürlich das wirkt auch im heutigen Tag. Und für die Wiedergeborenen ist wichtig gerade die Rückzug, die Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft, nicht aufregen, sondern warten, bis in den kommenden Tagen die Energie sich verbessert. Und das war mein heutigen Tageshoroskop, aber ich habe noch eine Information und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit.
und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein, passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.